Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute gibt es mal eine andere Form von Video. Und zwar, ich habe mir das Kollega Still King Album vorbestellt und so sieht das Ganze aus. Es ist natürlich die, ich weiß gar nicht, welche Edition das ist, auf jeden Fall die mit diesem Award. Drei Inhalte sind ja im Prinzip bekannt, und zwar zum einen der Award, dann das Hauptalbum und dann die Tony Style EP. Was ich auch ein bisschen komisch finde, bei der Edition sind 6 Box-Inhalte und bei der anderen waren es, glaube ich, 9. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese große Box, aber ja, gucken wir mal, was drin ist. So sieht das gute Stück dann ausgepackt aus, also es spiegelt auf jeden Fall sehr gut. Von der Qualität her auch eigentlich ziemlich in Ordnung, also hier außen haben wir alles aus Holz. Und hinten sehe ich nur gerade, hier ist so eine kleine Stelle abgegangen, ich weiß nicht, ob man sie jetzt erkennt. Ja, egal, kann man wieder kleben, aber ja, wäre schon schöner, wenn es halt vernünftig ist. Aber so im Großen und Ganzen sieht er schon eigentlich ganz, ganz gut aus. Ja. Hier unten auch noch so eine kleine Danksagung einmal für die Fans. Mit seiner Unterschrift, die aber, denke ich mal, einfach ja, kopiert ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er jedes hier einzeln mit so einem Stift signiert hat. Das sieht auf jeden Fall sehr gedruckt aus, aber ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Hier die ganzen, die drei goldenen CDs. Boah, spiegelt echt extrem. So, ich glaube, so sieht man es ein bisschen besser, ne? So, das nächste Teil hätten wir hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Ups. Okay, jetzt war ich auf der einen Seite, hoffte ich, dass es wäre einfach komplett zu. So, was ist da wohl drin? Also, hatte auch erst keine Ahnung, aber dann ist es dann schon irgendwie recht naheliegend, und zwar eine Sonnenbrille. Könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen eine Anlehnung an dieses hier Debakel in, wo war das, ich glaube in Leipzig, als Kollege da den einen Fan von der Bühne geprügelt hat, der ja seine Sonnenbrille wollte. Und ja, jetzt haben alle Fans eine Sonnenbrille, sodass sich dann keiner mehr die vom Boss klauen muss. Gut. Dann, es gibt natürlich keine Box ohne Textilprodukt. Dann war hier, ich glaube, ein Hemd, so wird das sein. Ich werde es auch gleich anziehen, wenn es mir passt, aber sollte vom Arm eigentlich auch passen. Ist halt das Blöde, weil das ist halt null elastisch, ne? Also wenn das halt nicht passt, dann passt es halt absolut gar nicht. So sieht das ungefähr aus. Hier so auf der schönen Brusttasche. Aber wie gesagt, ich werde es gleich eh anziehen. Und dann jetzt zum Schluss natürlich hier das Hauptalbum mit der EP, denke ich mal. Ich finde es auch ganz cool, ist so ein kleines Detail, dass das hier in so einem kleinen Beutel verpackt ist, dass es nicht einfach lose darin rumfliegt und dann gegebenenfalls hier die Scheibe von dem Award zerkratzt. Ah, und ein Poster ist ja auch noch mit dabei, okay. Und Sticker, natürlich. Habe ich tatsächlich noch nie verwendet bei keiner Box, die irgendwo draufgeklebt oder so, aber naja, warum nicht? Besser haben als brauchen, ne? Poster. Was ich nicht ganz verstehe, ist, ich meine, das Poster ist jetzt nicht groß. Man hätte das doch einfach rollen können und mit dazulegen können, dann wären halt nicht diese ganzen Knicke mit drin. Aber ja, gut. Ja, hier von beiden Seiten. So, und dann haben wir hier, ah cool. Ich finde es auch geil, dass beide in so einer, wie nennt man die, keine Ahnung, Case, sag ich jetzt einfach mal, drin sind und nicht einfach in so einem Pappschuber. Hier immer das Hauptalbum natürlich. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie viele Tracks drauf sind. Wir haben auf dem Album insgesamt 19 Tracks. Ich dachte auch eigentlich, dass er 20 drauf macht, aber 19 ergibt halt in dem Sinne etwas mehr Sinn. Weil ich glaube, irgendwie ist er jetzt 19 Jahre dabei, geht jetzt halt in Rente und deswegen halt, denke ich mal, auch 19. Es fängt an mit Track Nummer 1, der heißt Magnum Opus. Ich dachte auch, Sigma wäre eigentlich das Intro, aber das kommt erst an zweiter Stelle. Dann geht's weiter mit Still King, ist dann ja, der Nachfolger von King, weil King-Album habe ich nämlich auch hier liegen. Hier ist nämlich so, dass der zweite Trackname ist King, also von daher wird das dann ja davon der Nachfolger wohl sein. Dann geht's weiter mit High Roller, Boss für immer, könnte dann vielleicht der Nachfolger von Du bist Boss sein, keine Ahnung. Larger Than Life, war ja eine Single-Auskopplung, also kennt man schon. Cold Case, Kanzler Aura, Blonder Don, was? El Rey de Muendas. Serende, keine Ahnung. Hier unten Track Nummer 10. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dann geht's weiter mit Four Seasons. Blessed ist das Favorite Feature, das kennt man auch. Verbrannte Erde, Triumphlächeln. Okay, das könnte dann Nachfolger von Siegerlächeln sein. Das war auf Imperator drauf, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Dann geht's weiter mit Goat, kennt man auch schon. Da dachte ich, oder hätte ich vermutet, dass vielleicht das Auto sein könnte, aber ist es dann scheinbar doch nicht. Dann kommt Mama, du bist. Okay, Du bist King, das ist dann der Nachfolger von Du bist Boss.
Halbmond, Sichel und Prime. Hoffe auf jeden Fall, dass das Outro gut wird, weil ich fand Omega schon echt extrem gut. Und was ich gerade so ein bisschen übersprungen habe, ist Kanzleraura, was dann der Nachfolger von Königsaura sein wird. Also da hat er sich auf jeden Fall gut was vorgenommen, weil Königsaura ist schon krass. Okay, und dann haben wir hier wieder das, also hier auf der einen Seite die CD, die sieht auch ziemlich ähnlich aus wie bei King. Ah, die CD habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ja, egal, sieht auf jeden Fall ziemlich ähnlich aus. Und das Booklet habe ich gerade schon gesehen, besteht nur aus einer Seite quasi, also das ist jetzt halt irgendwie kein, wenn ihr jetzt seht, ist kein richtiges Booklet, sage ich mal, es ist einfach ein Book Paper. Ja, vorne, wie gesagt, das Cover und hinten drauf steht einfach das letzte Kollega-Album. Was ich immer ein bisschen schade finde oder was ich sehr gut finde, zum Beispiel hier bei King, das ist, dass hier alle Songtexte mit drinne stehen. Das finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Man könnte es jetzt halt auch alles googeln, irgendwie bei Rap Genius oder was weiß ich. Aber ich finde es, also, aber auch direkt von Omega. Also ja, da sieht man schon einen Riesenunterschied. Also hier ist von Regen, hier ist von Omega. Also dementsprechend viel Text war da natürlich drin. Bei Königsaura, das wird wahrscheinlich auch so ähnlich aussehen. Ja, Königsaura ist halt krass. Also ist einfach mal die ganze Seite voll. Aber egal, es soll ja nicht um King gehen, sondern um Still King. Also so viel zum Hauptalbum. Dann gibt es die, ich wollte gerade EP sagen, aber es ist absolut gar keine EP, weil gerade beim Auspacken habe ich gesehen, dass hier einfach auch 19 Tracks mit drauf sind. Und zwar hier haben wir Track Nummer 1, Tony Style. Gut, hätte man sich denken können. Warm Up, auch cool, dass das nicht als erstes kommt. Side Quest, okay, geil. Rise to Power, Weißes Piano, muss ich direkt an Weißer Testarossa denken, von ZHT4. Drive-By, Skit, ah okay, Skit. Weil Drive-By gibt es ja schon auf JBG 2, fand ich auch ein ziemlich, ziemlich gutes Lied. Legacy of War, Königs Egg, featuring Asche. Rapper wie Rakim, das ist auch geil. Also, alle, die es nicht kennen, da gab es dieses legendäre Flair-Interview. Damit disst du aber Rakim, damit disst du Nas. Du hast mit seinem Kollegen Rap wie Rakim? Was mischst du gerade mit? Du sagst gerade Kollegen Rap wie Rakim? Ist auf jeden Fall ein geiles Interview und cooler Trackname. Dann Nastrovje featuring Chisman. Okay, das ist wahrscheinlich, ach so, das ist ja eh gut. Das Snippet kennt man davon ja schon. Also das wird dann in das Lied sein, wo man schon einmal reingehört hat. Gran Torino, keine Fs. Plutonium featuring Schimmel. T-Files, das wird dann wohl ein Nachfolger von Z-Files sein. Das war auf ZHT1, glaube ich. Kiss of the Death featuring BOZ. Kenne ich jetzt nur Kiss of the Dragon, das ist aber ein Film. Okay, und dann 16, keine Ahnung, ob das Englisch ist. Retail, keine Ahnung. Ist auch kein Track, ist ja halt einfach nur ein Skit. Danach Glock Talk mit Asche, dann Dreams und dann als letzten Track Big City Dreams. Ich habe auch schon mal geguckt, ob hier irgendwas von Rispo steht, das wäre halt mega geil, aber ich glaube leider nicht. Ich habe es jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen, das meiste ist von Johnny Instrumental und von Asche. Und so sieht das dann geöffnet aus. Hier wieder die CD und hier ist es auch wieder so ein einseitiges, naja, jetzt auch wieder so ein einseitiges Booklet, Kollege Tony Style, ja. So sieht's aus. Fühle mich so ein bisschen wie Man in Black mit der Kamera und mit dem schwarzen Oberteil, aber es passt überraschend gut. Auch von allen Seiten. Es hat auch komplett Bewegungsfreiheit. Ich bin übrigens 1,86 Meter und wiege jetzt etwa 96,5 Kilo, dass ihr so einen kleinen Vergleich habt. Also mir passt es wie gesagt ziemlich gut. Ist, ja, echt, also, und es wundert mich. Normalerweise machen die ja meistens irgendwie so Größe L rein oder so. Ist halt auch schwierig, irgendwie eine Größe zu finden, die irgendwie jedem passt. Aber ja, bei mir ist überraschend gut. Also es könnte sein, wenn man halt etwas schmaler ist, das dann aus wie so ein Sack. Aber ja, für mich ist es halt perfekt. Ich würde sagen, das Material ist auch eigentlich ganz in Ordnung. Also es stinkt jetzt nicht oder so. Ist halt so der normale Geruch. So im Großen und Ganzen bin ich mit den Inhalten eigentlich relativ zufrieden. Ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Jetzt im Hintergrund zum Beispiel seht ihr ja den Legacy Award. Da finde ich es halt geil, dass da irgendwie alle Alben mit dabei sind. Und man hätte das halt hier bei dem, Vorsicht, dass ich nicht hier auf die Scheibe drauf vortatsche. So, man hätte das auch hier mit dem Award hier quasi machen können. Irgendwie alle Alben mit reinbringen, dass man die, keine Ahnung, auch ähnlich wie so eine Vitrine aufbaut. Oder wenn man das Ganze irgendwie länger gemacht hätte, dann unten hier mit den CDs einzeln irgendwie dran. Also Ideen gibt es da auf jeden Fall genug. Wäre halt ganz cool gewesen, hätte man einmal bei dem Legacy Award alles dabei, was über Selfmade released wurde. Und dann
bei dem Award nochmal alles, was dann über Alpha Music Empire released wurde und hätte dann quasi alle Werke von ihnen bzw. alle Solo-Alben. Wäre noch ganz cool gewesen, aber ja, so im Allgemeinen dann schon relativ in Ordnung, würde ich sagen. Gut, dann wäre ich jetzt am Ende. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Boxinhalt haltet. Zur Musik kann ich wie gesagt noch nichts sagen, das werde ich mir jetzt gleich erstmal alles schön geben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr auch die Sachen vorbestellt habt, viel Spaß beim Auspacken, viel Spaß beim Musik hören. Und ich sag mal, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein.